if you could, like if you got an IV drip. Eigentlich vom Füllegefühl her genauso fühlt wie vorher, wisst ihr. Ihr seid 4 weeks out. Hätte mir jetzt jemand gesagt, ich habe das noch nicht gegessen, und ich würde es auf meinen Körper hören, ich würde es ihm glauben. Aber das ist ein gutes Zeichen, denn Leute, ich habe heute auch ein neues Low. Finally auf 62,6 Kilo. Ich bin Diät gestartet. Ich habe es irgendwie vergessen. Ich habe mich das eben schon gefragt. Ich glaube 75,6. Das heißt, wenn wir jetzt heute 62,6 haben, sind es jetzt genau 13 Kilo. Krass. Aber ich glaube eigentlich, ich war bei 76,5 oder so. Gehen wir mal von 76 aus. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt ungefähr 13 Kilo runter sind. Ist auch egal. Krass, oder? Krass. Und ich bin eben noch nicht stage ready. Aber es geht in die richtige Richtung. Und Form war heute auf jeden Fall besser, hat Stefan auch direkt gesagt. Ich fahre heute nach Stockerau ins Beintraining und werde dort in dem Posingraum auch nach dem Training nochmal ein Form-Update machen und ihm schicken. Ich werde euch heute mal nicht ins Beintraining mitnehmen. Ich habe euch ja im letzten Video ganz genau erklärt und gezeigt, was ich im Beintraining aktuell mache. Und das wird sich nicht großartig unterscheiden. Deswegen lasse ich die Kamera heute mal hier, damit ich mich gut fokussieren kann. Und am Montag, also morgen, filme ich tatsächlich nochmal ein Training mit Ima. Und zwar ein Oberkörpertraining. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Aber in diesem Video, wie gesagt, kein Training. Ich werde euch heute mal ein bisschen updaten, wieso die Lage die letzten Tage gewesen ist. Und wieso meine Gemütslage ist. Genau, auf jeden Fall Hunger ist am Start. Energie ist low, aber medium low. Ich habe jetzt schon meine Stunde Cardio tatsächlich für heute erledigt. Ich mache das jetzt ja immer so, dass ich habe jetzt jeden Tag 2 Stunden Cardio und ich mache jetzt jeden Morgen 1 Stunde direkt weg. Und entweder mache ich dann am Rest Day 1 Stunde am Nachmittag oder ich teile mir das auf 20 bis 30 Minuten nach dem Training und 30 bis 40 Minuten dann nochmal abends. Genau, an Trainingstagen, so wie heute. Und da jetzt heute Leg Day ist, habe ich das Cardio so früh wie möglich gemacht, damit noch viel Zeit ist zwischen Cardio und Leg Day, um mich gut zu recovern. Das heißt, ich muss mir gerade wirklich Strategien überlegen, wie ich meine Energie möglichst gut einsetze an den richtigen Stellen des Tages. Weil jetzt habe ich nüchtern 1 Stunde Cardio gemacht, direkt nach dem Aufstehen, beziehungsweise nachdem ich meine Mobility- und Posing-Routine gemacht habe und Atmungsroutine. Und habe jetzt die Stunde Cardio gemacht und habe dann 2 Carb-Mahlzeiten sozusagen und Zeit, mich zu erholen. Also jetzt das Porridge, jetzt mache ich gleich den Rice Pudding fertig für vor dem Training, das ist noch 40 Gramm. Und dann habe ich sogar noch Intra im Training und so habe ich halt wirklich im Training gutes Fuel und sollte hoffentlich einigermaßen recovered sein. Genau, das ist meine Strategie aktuell und schauen wir mal, wie es heute funktioniert. Alright Leute, ich bin ready fürs Training. Ich mag es im Moment irgendwie ein bisschen lieber, Make-up zu tragen, weil ich gar keine Sonne aktuell sehe. Nicht, weil das Wetter irgendwie schlecht ist, sondern weil ich einfach nicht dazu komme, in die Sonne zu gehen.
Und deswegen ist es mir ein bisschen schöner, wenn man so ein bisschen Farbe im Gesicht hat, finde ich. Genau, und was habe ich an? Ich habe OS-Shots an und einen Lululemon Brow. Und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg ins Training. Ich esse jetzt noch mein Pui, was sich hier drin befindet. Ich nehme meinen Post mit, was sich hier drin befindet. Und dann melde ich mich später nach dem Training mit Updates, wie mir die Form so gefällt, wie Stefans Feedback ist nochmal zu den anderen Formbildern. Und genau, was so der aktuelle Stand ist, bis später. And we have tons of questions. We're gonna answer a couple every time we do this. Go ahead, Daddy. Oh, Leute. What a day. What a day. Ich komme erst jetzt dazu, mich hinzusetzen und mit euch zu sprechen. Das ist krass. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist mein Leben gerade einfach richtig krass. Mein Leben ist einfach richtig krass. Ich sitze gerade um 20.45 Uhr am Sonntagabend in Wien auf meinem Balkon. Es sind immer noch 30 Grad draußen und ich arbeite gerade daran, mir meine nächste Woche zu planen und zu gestalten, genauso wie ich sie haben möchte. Durch mich bestimmt. Meine Arbeit, meine Passion an dem Ort, den ich liebe, mit den Menschen, die ich liebe, und mit euch. Und das ist einfach wild. Und wenn ich das jetzt mal wirklich reflektiere, dann ist es ultra, ultra, ultra krass. Und ich bin so unglaublich dankbar dafür, was ich jeden Tag einfach tun kann. Leute, bitte, überlegt mal, was habt ihr gerade Krasses in eurem Leben? Warum ist euer Leben krass? Wie dankbar könnt ihr dafür sein, was ihr gerade habt? Was ihr machen dürft? Was ihr euch kreiert habt? Und wenn ihr nicht so glücklich mit dem seid, dann ändert was. Dann ändert es. Jetzt. Es liegt in eurer Hand. Niemand hat es besser oder schlechter als ihr. Wir alle haben die Möglichkeit, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Egal was, wir alle haben die Möglichkeit. Okay, also kurze Ausschweifung hier. Wie gesagt, ich plane gerade noch so ein bisschen, nächste Woche habe ich geplant, aber ich muss morgen noch ein bisschen spezifischer planen. Ich habe hier so ein, leider, ich mache gerade selbst ein Coaching, also ich bekomme ein Coaching. Ist auf alles Mögliche bezogen. Ist ein Gruppencoaching auch. Und es geht um Mindset, es geht um Produktivität, es geht um Planung, weil ich einfach weiß, dass ich in allen Bereichen noch besser werden kann. Und es geht darum, wie wir unsere Ziele erreichen, allgemein im Leben. Und da ist so ein Cheat und es ist ganz cool, weil das Einzige, was mich an meinem Wohnhaus so ein bisschen nervt, ist, gegenüber ein Fußballplatz ist und selbst jetzt spielen da noch Kinder, die rumpfeifen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu doll. Das ist ganz cool, hier habe ich einfach, das ist einfach ganz simpel, das könnt ihr euch auch selbst erstellen. Es ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann sind da die Uhrzeiten und kann ich mir, es ist quasi wie ein Kalender, kann ich es mir eintragen. Aber ich mag das total gerne, dass es handschriftlich gerade ist, irgendwie brauche ich das. Weil ich habe meine To-Do-Liste habe ich auf dem Mac, in meiner Notiz-App. Und dann trage ich mir das für den Tag immer hier handschriftlich ein. Und dadurch, dass ich gerade nicht unterwegs bin, sondern zu Hause, ist es gut, weil wenn ich unterwegs bin, dann brauche ich es halt digital, sonst kann ich darauf nicht zugreifen. Obviously. Genau, das mache ich jetzt morgen, weil morgen steht ohne mal viel an schon wieder. Weil mein Beintraining braucht einfach immer so viele Stunden. Auf jeden Fall, ich habe heute meine ganze Wohnung noch gecleant. Und die Entscheidung ist getroffen, ich hole mir eine Putzfrau. Ich hasse Putzen so sehr. Ich kann darin auch nichts Positives finden. Einige sagen ja, sie finden das meditativ und können dabei entspannen. Nein, ich würde gerne auf dem Sofa entspannen, während jemand anderes meine Wohnung putzt. Und die Entscheidung ist jetzt getroffen. Und darum kümmere ich mich nächste Woche, dass es jemand macht. Und ich kann ja immer dann noch nachputzen, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Aber den Hauptteil soll jemand anderes machen. Okay. Also, euer letzter Stand war ja, dass mein Gewicht hochgegangen ist, obwohl ich 2 Stunden Cardio gemacht habe. Nee, mein Gewicht ist hochgegangen und dann habe ich 2 Stunden Cardio reinbekommen. Witzig, am nächsten Tag ist dann mein Gewicht noch weiter angestiegen, obwohl ich 2 Stunden Cardio gemacht habe. Und dann haben wir tatsächlich mal einen Tag komplett Pause gemacht am Training und vom Cardio. Also ich hatte morgens 45 Minuten Cardio drin, aber den Rest habe ich dann komplett pausiert. Und es hat gut getan, dann ist am nächsten Tag wieder mein Gewicht gedroppt und ich glaube, ich hatte einfach extrem Wasseranlagerungen durch den Stress, durchs Cardio und durch alles, was ich mir im Kopf gemacht habe und war nicht gut regeneriert und deswegen war das gut und jetzt hatte ich ja heute das Low, 62,6. Meine Form im Training war auf jeden Fall besser. Ich habe mir allerdings ein bisschen mehr erhofft, als ich dann im Posingraum stand,
Es war okay, es war besser, aber es fehlt halt immer noch viel. Ich sehe morgen Stefan live, morgen fahre ich wieder nach Stockerau, drehe mit Ima den Formcheck mit Stefan, das heißt, den solltet ihr dann auch als nächstes Video sehen, was er morgen dann sagt, ob wir es schaffen oder nicht. Training lief richtig gut. Ich merke, beim Adduktor werde ich schwächer. Ich habe mir überlegt, warum das so sein könnte. Ich werde nur schwächer im Topset, wo ich viel Gewicht nutze. Ich war da mal bei 10 bis 12 Wiederholungen. Jetzt habe ich nur noch 6 bis 7 geschafft. Und es ist eigentlich ganz logisch, weil das Bein wird schmaler. Und ich merke irgendwie, dass dieses schmalere Bein weniger Masse ist. Und weniger Masse kann weniger Masse bewegen. Außerdem gibt es durch weniger Masse im Bein eine größere Range of Motion. Was halt wirklich so ist. Das ist eigentlich bei allen Übungen so, aber beim Adduktor ist es irgendwie, merke ich es doll. Und da habe ich mich erst ein bisschen in den letzten Trainings so ein bisschen reingesteigert. Das Witzige ist aber, dass dann beim Back-Offset, wo ich dann das mit weniger Gewicht mache, schaffe ich genauso viele Wiederholungen wie vorher. Und ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich mit dem Gewicht runtergehe, dafür mehr Wiederholungen mache, auch im Topset. Und mich nicht stresse, sondern einfach meinen Muskel jedes Mal maximal ausbelaste und mehr kann ich nicht tun. Und die anderen Übungen, ich habe dann Hip Thrust gemacht und ADLs. Junge, die waren so krass. Ich habe sie so gut im Glut gespürt. Und wisst ihr, das Krasse ist, dass ich eigentlich jetzt erst wirklich mein volles Potenzial, glaube ich, im Training ausschöpfe. Beziehungsweise noch nicht mal mein volles Potenzial. Weil mein volles Potenzial werde ich ausnutzen, wenn meine Mobility noch besser wird. Woran ich ja jetzt auch extrem arbeite. Und wenn die noch besser wird und ich dann so trainiere, wie ich jetzt trainiere. Und zwar mit maximalem Fokus, dass ich wirklich nur den Zielmuskel nutze und keine Hilfsmuskulatur, keinen Rücken. Und ich sage, ach, ich bewege jetzt hier 10 Kilo mehr und ich kann meinen Rückenstrecker ein bisschen involvieren. Nein, nur den Glut. Und es ist einfach krass, wie ich das spüre. Ich spüre es so krass. Ich bin mir sicher, der Pump Booster, der Crank Pump Pro und Intra helfen da auch mit rein. Aber ich merke gerade, je leaner ich werde, desto besser wird irgendwie mein Muskelgefühl. Und das ist ultra cool. Und ich glaube, dass ich jetzt, ich glaube einfach ganz fest dran, dass ich jetzt noch meine Muskulatur ein bisschen voller machen kann bis zum Wettkampf. Weil ich einfach gerade so gut trainiere. Und das ist fest in meinem Kopf gefestigt. Punkt, aus Ende. Deswegen, ich hatte ein sehr gutes Beintraining. Kniebeugen an der Multipresse laufen auch gut. Habe ich immer früher meinen unteren Rücken mitgespürt. Und jetzt ist es einfach so gut, weil ich einfach noch bewusster meinen Rumpf aktiviere und aufhöre, wenn ich merke, dass mein Rumpf instabil wird. Und dann einfach nur so viel Gewicht nutze, dass ich meinen Rumpf auch stabilisieren kann. Und ich lieb's. Ich war sehr zufrieden. Sehr zufrieden im Training. Ich habe einen guten Pump gehabt. Das hat mich sehr zufriedengestellt. Ich habe Michi getroffen. Michi hat gesagt, dass die Form auch sehr gut aussieht. Und dass er meint, dass ich massiv mich verbessert habe im Vergleich zu letzten Jahr. Vor allem muskulär. Und das freut mich sehr, wenn er das sagt, weil erstmal hat mich sehr viel Ahnung von Bodybuilding und zweitens kennt er mich ja auch vom letzten Jahr und der weiß ja auch ganz genau, wie ich letztes Jahr aussah. Ich habe Stefan letztens gefragt, oder ich habe ihm gesagt, ich bin total gespannt, wie es bei mir auf der Bühne aussehen wird. Und er meinte, das trifft es eigentlich ganz gut, bedeutend besser als letztes Jahr, aber noch nicht am Ziel. Und klar, es ist doof, wenn man hört, man ist noch nicht am Ziel, aber ist doch klar. Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist Olympia. Und natürlich brauche ich noch ein bisschen, um mit dem höchsten Kaliber des Bikini-Kalibers mitzuhalten. But that's fine. Im Endeffekt bin ich in der NPC seit einem Jahr und richtig spezifisch Bodybuilding trainiere ich vielleicht seit anderthalb, zwei Jahren. Und in der Zeit muss ich erstmal reinfinden und klarkommen. Und ich merke, dass ich jeden Monat, wenn ich zurückschaue auf die einzelnen Phasen, die letzten Monate, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre, ich bin in jeder Phase irgendwie gewachsen und besser geworden. Und ich weiß einfach, dass wenn ich jetzt kontinuierlich so weitermache, ich werde einfach noch so krass Fortschritte machen können. Es ist so schön und so cool. Und ich freue mich einfach so sehr, dieses Jahr jetzt mein bestes Paket ever, was ich jemals auf die Bühne gestellt habe, auf die Bühne zu stellen. In allen Hinsichten. Präsentation fühle ich einfach ein next level. Muskulär next level. Und Härte hoffentlich auch next level. Daran arbeiten wir jetzt gerade. Das ist gerade der größte Struggle. Aber es kommt. Ich habe gerade ein High. Und das nutze ich. Und sorry, dass das jetzt hier so ein Laber-Video wird. Aber ich wollte euch updaten über meine Gedanken und über die aktuelle Lage.
Und wie gesagt, im nächsten Video seht ihr ein bisschen mehr Action wieder mit Stefan, mit Formcheck. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Leute, danke nochmal. Danke, danke, danke für alles. Danke, dass ihr unter dem letzten Video die Daily Vlogs kommentiert habt. Dass ihr das wollt. Das heißt, wir machen die Daily Vlogs. Yay! Ich habe da auch Bock drauf. Alena hat hoffentlich auch Bock drauf, weil die muss das Ganze schneiden. Aber das kriegen wir hin. Ich glaube, das wird richtig nice. Das wird richtig cool. Und jetzt muss ich erstmal meinen wohlverdienten Schönheits-Recovery-Schlaf starten. Machen wir. Machen wir das Beste aus der Nacht. ja, geil. Leute, ich liebe euch. Ich genieße die Wiener Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst bitte unbedingt ein Like da, wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt. Bitte, bitte, bitte lasst ein Abo da und bitte, bitte, bitte macht euch ganz kurz die Mühe, dem Video ein Like zu geben. Es hilft mir so sehr, dem Kanal so sehr. Und wir sehen uns im nächsten Video.